Achtung, nicht erschrecken. Ja. Ja, wunderschön. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Ich freue mich sehr. Kommst du gerade aus dem Plenarsaal? Nein, ich komme gerade aus dem Büro. Ich habe mich auf eine Pressekonferenz vorbereitet, die ich im Anschluss geben muss. Und ja, hab's im Fernsehen verfolgt quasi. Ui, schön. Schön. Du darfst einmal dir das Mikro noch ein bisschen ranziehen und da wirklich direkt reinreden. Nein. Weil die sind, also es sind zwar sehr gute Mikros, aber man muss wirklich reinsprechen, damit die Umgebungsgeräusche schön ausgeblendet werden. Ja, weil normalerweise haben wir nicht so schwierige Bedingungen. Wie geht's dir? Och, mir geht's okay, mir geht's ganz gut. Wie ist so eine Plenarwoche, so eine volle? In der Regel super stressig, von wirklich früh morgens bis ganz spät abends. Ich habe es gestern gesehen, ja. Ich war um 22 oder nee, um 9 Uhr war ich hier und habe alles eingerichtet. Warst du da so, war hier noch High Life. Warst du so ein bisschen schön vorbetroffen von dem Streik oder was? Oder? Um ehrlich zu sein, wissen wir es nicht, aber wir wollten fliegen von Berlin nach Straßburg und hatten 6 Stunden Verzögerung. Ja. Und ich weiß nicht, ob es Streik war. Ich glaube, die Maschine war kaputt, weil wir haben eine komplett neue bekommen. Ja, deswegen glaube ich, es war nicht der Streik. Aber morgen bin ich vom Streik betroffen, da freue ich mich. Na dann. Also wundervoll. Schön, ja. Worauf freust du dich die Woche am meisten? Was ist so dein Hauptthema, wo du sagst, da muss ich unbedingt was zu sagen und dazu will ich was sagen? Ja, ich werde das gleich auch erzählen in der Pressekonferenz, weil wir einen riesigen Erfolg erzielt haben. Mhm. Und zwar diese Plattform, das neue Plattformarbeitergesetz, ArbeiterInnengesetz. Und da geht es im Grunde genommen darum, dass Leute, die, weiß ich, bei Deliveroo Essen ausfahren und so weiter, jetzt so ein paar grundlegende Arbeitnehmerschutzrechte genießen. Zum Beispiel? Naja, sowas wie Urlaubsgeld, dass sie nicht gefeuert werden, wenn sie in den Urlaub gehen wollen, oder sowas wie Elternurlaub und so weiter. Also wirklich ganz grundlegende Dinge. Und meine Fraktion hat das angestoßen. Und gestern hat der Rat, also die Staats- und Regierungschefs, haben gesagt, ja, das machen wir auch. Im Übrigen aber gegen die Stimmen von Frankreich und bei Enthaltung von Deutschland. Ui. Und das war krass, ehrlich gesagt. Aber das ist cool. Riesenerfolg. Ich freue mich total. Das macht die Linke auch aus, ne? Ja. Das, uns beschäftigt die Linke, um ehrlich zu sein, sehr. Und sowas, sowas zu hören, ist schön. Ja. Die Linke wird in meinem Stream mittlerweile sehr kritisch. Ich muss dazu sagen, ich habe eine sehr links-grün versiffte Community. Ja. Also du hast hier gute Startbedingungen, sage ich super. Mal. Super. Hi, du Leute. Hast, hallo. Allerdings ist die Linke so in den letzten Jahren ein bisschen untergegangen bei uns. So, es ist, wir haben das Gefühl, dass die Linke nicht mehr sehr stark ist in Deutschland und wir haben ganz, ganz oft Diskussionen im Chat, wie wir das wieder ranholen. Ich habe auch immer mal Leute, die sich in der Linken engagieren und die dann sagen, Leute, tretet der Linken bei und tut irgendwas. Ja. Ich hatte das Gefühl, gerade zur letzten Bundestagswahl ist da nicht viel rübergekommen und jetzt mit BSW haben wir eine ganz andere schwierige Stellung der Linken. Wie würdet ihr euch aktuell einschätzen oder wie würdest du die Linke aktuell einschätzen? Ja, es ist schon so, dass wir durch eine etwas schwierigere Phase gehen. Also muss man ja nicht drum herum reden, das sieht man ja auf den ersten Blick. Und trotzdem gibt es so ein paar Sachen, die mir wirklich Mut machen. Also wir haben irgendwie 4.000 neue Mitglieder gewonnen, das ist super. Das sind in der Regel jüngere Leute. Seit wann? In welchem Zeitraum jetzt? Ja, so seit Oktober, würde ich sagen, ist das passiert. Auch nach der Ankündigung von Sarah Wagenknecht, die Partei zu verlassen und da ihr eigenes Ding zu machen. So. Das heißt, du würdest auch den Austritt von Sarah Wagenknecht oder die Gründung ihrer eigenen Partei als eher positiv bezeichnen? Naja, es schafft zumindest Klarheit und es gibt uns die Möglichkeit, auch wieder ein deutlicheres Profil zu haben. Und darum geht es letztendlich, weil ich glaube, das ist, was die Leute eben wirklich vermissen auch, dass sie wissen, wofür die Linke steht in der Gesellschaft. Und das war in den letzten Jahren schwierig zu erkennen, weil es immer auch widersprüchliche Aussagen in der Öffentlichkeit gab. Sondern ich glaube, dass wir jetzt eigentlich eine ganz gute Möglichkeit haben, das wieder zu korrigieren und wieder zu reparieren. Wenn du sagst, geradere Strukturen oder Linien, was war denn, also was heißt es denn? Was ändert sich denn jetzt mit dem Austritt von Sarah Wagenknecht konkret in der Linken? Also welche widersprüchlichen Aussagen hatten wir, die jetzt keine widersprüchlichen Aussagen mehr sind? Naja, jetzt am Wochenende fährt Ursula von der Leyen, die ja auch gerade geredet hat, nach Ägypten. Und Ägypten ist immer noch eine Militärdiktatur, seitdem dort das Militär geputscht hat. Unter Al-Sisi, der dann sich zum Präsidenten ernannt hat. Und sie fährt dahin mit Giorgia Meloni, mit einer rechtsextremen Regierungschefin aus Italien. Und die wollen dann einen neuen Migrationspakt zum Beispiel unterschreiben. Das heißt, Ägypten kriegt Kohle dafür, dass Leute, die sich auf der Flucht irgendwo aus Afrika wegen, weiß ich, Klimabedingungen, Krieg und so weiter und so fort in Richtung Europa bewegen, einfach da gehalten werden sollen. Das heißt, Geld dafür, für eine Militärdiktatur, dass die im Grunde genommen geflüchtete Menschen in Not abhalten. Und gerade bei dieser Frage auch von Migrationspolitik, aber auch von Klimaschutzpolitik und so weiter, gab es ja durchaus sehr unterschiedliche Aussagen der Linken in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit. Und ich bin ehrlich gesagt total froh, dass wir da wieder eindeutig sein können, weil es auch eine Partei in Deutschland braucht, nämlich meine. Kleiner Werbeblock sozusagen an dieser Stelle. Um eben deutlich zu machen, dass Menschenrecht nicht mit Militärdiktaturen verteidigt werden kann, sondern im Grunde genommen eigentlich nur gegen Militärdiktaturen. Ja, da sind wir schon fast beim Thema, was wir sehr kritisch sehen. Das ist schön zu hören tatsächlich. War für mich auch ein großer Grund, warum ich die letzten Wahlen die Linke nicht gewählt habe. Ja. Obwohl ich gerne links gewählt hätte.
Ja. Und mit dem Austritt von Sarah Wagenknecht waren, ich glaube, ich will nicht den ganzen Chat über einen Kamm scheren, aber wir waren in der großen Mehrheit der Community sehr froh darüber tatsächlich und haben auch Sarah Wagenknecht sehr, sehr kritisch betrachtet. Ich bin mir aber sehr sicher, dass sie diese Sarah Wagenknecht-Diskussion auch mittlerweile leid sind. Von daher, lassen Sie uns auf die Linke schauen, wie wir sie jetzt haben. Wir können uns auch gerne sitzen. Wir sind sitzen, schon beim Du, wenn das okay ist. Also es ist so, es schauen hier, ich habe, normalerweise bin ich ja so im medialen Bereich Twitch und so, ja. Da duzt sich jeder. Ja. Gestern bin ich hier reingekommen und jeder, der mich gesehen hat, hat mich gesiezt. Und ich so, okay, ich muss mich jetzt umstellen. Von heute auf morgen muss ich direkt auf sie umschwenken. Ja. Das ist hier so eine ganz andere Klientel. Für aber mich ist wirklich total okay. Lass okay. Mal lieber ich versuche beim Du zu bleiben. Ja. Lass uns die Linke betrachten, wie sie jetzt aussieht. Mhm. Das, was uns am meisten beschäftigt, ist die Außenpolitik. Und ich muss es ansprechen, weil das immer noch ein ganz großer Aspekt ist, warum ich die Linke nicht wählen kann oder was für mich die Linke unwählbar macht. Ja. Wir haben gestern einen Kommentar von Gysi auf Twitter gehabt und gerade in meiner Community ist der schnell angekommen, weil Twitter und Instagram, das sind quasi instant in meinem Chat, was Waffenlieferungen und Diplomatie und Russland betrifft. Hast du das Gefühl, dass die Linke da einen fixen Kurs fährt oder gibt es eine Welt, in der die Außenpolitik in der Linken sich nochmal verändern wird? Oder wird das bei hart dran sein in Richtung keine Waffenlieferung, nichts nach außen. Wir brauchen die Diplomatieschiene mit Putin. So all das sind so Dinge, die wir so unglaublich kritisch betrachten und mit denen ich so gar nicht warm werden kann. Ja, okay. Also ich habe jetzt den konkreten Tweet von Gregor nicht gesehen. Oh, ich kann ihn dir gerne vorlesen. Mach mal, bitte. Papst Franziskus hat völlig recht, dass zwischen Russland und der Ukraine die weiße Fahne gehisst werden muss, um Friedensverhandlungen beginnen zu können. Selenskyj muss ihn scharf kritisieren, weil die NATO-Staaten den Krieg möglichst lange hinziehen wollen. Es verwundert mich leider, dass die Rüstungslobbyisten in Deutschland versuchen, den Papst zu diskreditieren, weil sie ihn absichtlich missverstehen. Dabei muss der Kampf gegen Diplomatie unverzüglich beendet werden. Und gerade dieser letzte Satz, der liest sich so hart, wirklich. Ja. Als würden wir freiwillig einen, oder als würde die Ukraine freiwillig einen Krieg gegen Diplomatie führen, wenn sie sich gegen Putin wehren. Ja, ich will ihn jetzt nicht weiter interpretieren an der Stelle. Also ich glaube tatsächlich, dass Papst Franziskus da eine spannende Initiative gestartet hat. Ich würde nicht das Wort weiße Fahne benutzen, weil weiße Fahne klingt irgendwie nach Aufgabe, ein bisschen nach Kapitulation, finde ich Quatsch, ehrlich gesagt. Natürlich hat die Ukraine ein Selbstverteidigungsrecht und das ist ein riesiges Dilemma, ehrlich gesagt, auch für Außenpolitik insgesamt, weil man muss sich entscheiden, ob man im Grunde genommen immer weiter in einen Krieg investiert oder ob man auch danach sucht, nach Möglichkeiten sucht, wie man diesen Krieg schnellstmöglich beilegen kann. Ja. Ich glaube, dass der Papst mit dem UN-Generalsekretär und vielen anderen eher immer wieder versucht haben, Friedensinitiativen anzustoßen. Und da setzt eigentlich meine Kritik an, dass zum Beispiel Ursula von der Leyen und die Europäische Kommission, aber vor allem auch die europäischen Länder bislang keine einzige dieser Initiativen unterstützt haben. Das finde ich falsch, weil wir uns in einer Sackgasse befinden. Dieser Krieg tobt seit 2 Jahren. Fürchterlich, hunderttausende Tote mittlerweile. Und natürlich müsste das Ziel sein, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. So, und da gibt es sicherlich Nuancen und ich würde das auch nicht so formulieren, wie Gregor das formuliert hat. Und weiße Fahne vom Papst, ich meine, der trägt ein weißes Gewand, vielleicht ist er deshalb darauf gekommen. Ah, oder so. Schon sehr hart interpretiert. Ja. Würde auch nicht sagen, dass die Ukraine sozusagen die Flinte ins Korn werfen soll und sich Russland ergibt, das halte ich für völlig falsch. Aber klar ist, dass wir aus diesem Krieg rauskommen müssen. Ja. Ja. Aber wie würdest du das denn, also wenn, also der sehr persönliche Mensch der hier sitzt, wie würdest du das tun? Also was wäre denn dein Go-To? Ja, ich sehe total das Dilemma und ich benenne das auch immer ehrlich und offen, dass natürlich in den Krieg Waffen eine wirklich, also auch anscheinend wichtige Rolle spielen. Das ändert nichts daran, dass ich eine antimilitaristische Position habe, dass ich natürlich in einer Welt leben möchte, wo Kriege nicht stattfinden. Ich sehe auch, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Ich bin meiner Kritik an Russland, an Putin und so weiter sehr klar und sehr deutlich. Und ich meine, der baut dieses Land in eine Diktatur um, offenkundig. Die ganze Wirtschaft ist auf Kriegswirtschaft umgestellt. Das ist alles fatal sozusagen. Und man kann ihm im Moment auch kaum vertrauen. Wir sind leider trotzdem in der Situation, dass wir, das ist das Gleichnis jetzt, wenn jemand eine Bank überfällt oder ein Flugzeug entführt, müssen wir leider mit diesen Leuten verhandeln, um die Geiseln rauszukriegen. Und das ist ein bisschen vergleichbar an der Stelle. Wir müssen irgendwie in eine Situation kommen, und das geht nur meiner Ansicht nach durch internationalen Druck, dass man mit Putin tatsächlich auch reden kann, um diesen Scheißkrieg zu beenden. Ja, aber wenn ich dieser Vergleich mit der Bank nehme, dann rennt da gerade ein Irrer rum und bringt alle um. So.
Und mit dem wollen sie, willst du in Verhandlung treten? So. In welcher Welt ist das? Also dieses, ich würde auch lieber ohne Waffen auf der Welt leben, ja, und ohne Kriege. Und ja. Also definitiv, aber das ist ja eine unglaubliche Utopie, über die wir gerade reden. Also glaubst du nicht, dass Waffenlieferungen an die Ukraine das Ganze für die Ukraine entscheiden könnten? Und auf der anderen Seite, glaubst du wirklich, dass Verhandlungen mit einem Putin diesen Krieg beenden würden? Also ja, ich glaube, dass Verhandlungen diesen Krieg beenden werden, tatsächlich, weil die meisten Kriege, egal wer sozusagen am Tisch saß. Vor sure, aber ja, jetzt zu diesem Zeitpunkt? Jetzt zu diesem Zeitpunkt bin ich nicht so optimistisch, wie ich gern wäre. Aber ich glaube trotzdem, dass das der einzige Weg ist, dauerhaft zu einem Frieden zu gelangen, der auch nachhaltig ist. Und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass immer weitere Waffenlieferungen diesen Krieg für die Ukraine entscheiden könnten, weil wir haben ja die Debatten gesehen und gehört, ja, und wir wissen mittlerweile auch, dass Soldatinnen und Soldaten wahrscheinlich aus Frankreich und Großbritannien damit im Einsatz sind, um zumindest die bestimmte Waffensysteme mit sozusagen zu programmieren und so. Das ist eine fatale Entwicklung und es hat nicht dazu geführt, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch gewinnt. Und das muss man, glaube ich, irgendwann auch realisieren. Auch das nächste Waffensystem wird nicht dazu beitragen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und deshalb muss es wirklich, und manchmal bin ich da auch ein bisschen ratlos, will ich sagen, wie es gehen soll, aber es muss sozusagen eine diplomatische Lösung geben. Ja, ich glaube, den einen richtigen Weg, den ist schwierig zu finden. Für mein Verständnis sind Diplomatie mit Putin etwas sehr Utopisches. Ich bin gespannt, wo es hinläuft, weil ich bin niemand, der es entscheiden muss. Ich bin jetzt in einer sehr, sehr komfortablen Situation. Ja. Ich bin gespannt, was daraus gemacht wird. Ich glaube, das Ukraine-Russland-Thema ist auch riesig, riesig. Lass uns einmal gern nochmal nach Deutschland per se gehen. Ja. Ich sitze heute hier hauptsächlich, um Leute zur Wahl überhaupt zu bewegen. Ja. Ich glaube, dieses klassische Wähler von der AfD rüberziehen ist ein Thema. Aber ich glaube, das andere ist, dass wir Wähler, WählerInnen überhaupt an die Urnen bringen müssen. Ja. Was würdest du sagen, warum sollte überhaupt jemand an der Europawahl teilnehmen? Vor allem die Menschen, die es zum ersten Mal können und gerade die Menschen, die gerade 16 geworden sind, die Jungen. Naja, weil ich glaube, wir einfach an einem Punkt sind, wo wir so viele Herausforderungen haben, wie zum Beispiel den Klimawandel oder wie die große soziale Frage, die nicht gelöst ist. Oh, das wäre toll, wenn diese Themen auch mal wieder aufkommen würden. Ja, finde ich auch. Ja, ich will ja auch eigentlich ständig darüber reden. Deswegen freue ich mich ja so darüber, dass wir die Plattformarbeitenden endlich ein bisschen besser schützen können, auf unsere Initiative hin. So, aber wenn man über solche Dinge nachdenkt, dann ist doch klar, auch die Frage von Krieg und Frieden, die wir gerade besprochen haben, es geht doch nur international. Migration wäre ein weiteres Thema, Welthunger, den Welthunger bekämpfen, 800 Millionen Menschen hungern noch und so weiter und so fort, das ist doch dramatisch. Und es geht nur mit internationaler Kooperation. Ich finde, dass die Europäische Union da eine richtig wichtige und große Rolle spielen muss, die sie manchmal nicht ausübt. Aber ich glaube, wenn Menschen zur Wahl gehen, dann ist das nochmal eine bessere Legitimation, tatsächlich das dann auch zu machen, also so eine Rolle auszuüben und sich anzueignen. So. Und deswegen würde ich sagen, geht wählen, so unbedingt, also macht das, weil die großen Menschheitsfragen lassen sich nur international lösen. Beantragt Briefwahl, sobald es geht, Leute. Ihr müsst euch nicht in irgendwelche, also es ist natürlich auch ein Happening. Mein Freund will unbedingt immer selbst wählen gehen, weil er dann dieses Happening hat. Ich bin das genaue Gegenteil. Ich möchte keine Menschen treffen. Ich gehe auch immer gern an die Urne. Meine Mama ist da auch so unbedingt das ganze Feeling mitnehmen. Macht es einmal, gerade wenn ihr zum ersten Mal wählen geht, tut es. Es ist ein großartiges Erlebnis. Ansonsten beantragt einfach Briefwahl, habt es am nächsten Tag im Briefkasten, schmeißt es wieder rein. Easy go. Ja, wirklich überhaupt kein Aufwand. Was würdest du sagen, wenn wir bei Deutschland bleiben, ist so aktuell, wenn wir außenpolitisch mal wirklich wegnehmen, auch wenn das schwierig fällt, aber was ist in Deutschland gerade deiner Meinung nach das Hauptproblem, was du betrachten würdest? Naja, dass wir ein wirklich starkes Auseinanderklaffen erleben in der Gesellschaft zwischen Arm und Reich und das sich auch nochmal richtig zugespitzt hat in den letzten Jahren. Und dass wir eine Bundesregierung haben, die nicht in der Lage ist, zum Beispiel von ihrer falschen Schuldenpolitik abzulassen und wirklich in Zukunft zu investieren, dass sich in Gesundheit, in Bildung, meinetwegen auch in Infrastruktur, in digitale Infrastruktur zum Beispiel, also nichts passiert, ehrlich gesagt, nicht in ausreichendem Maße. Und trotzdem klafft oder während die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft und das ist ein Riesenproblem. Und ich finde, die Antworten sind eigentlich relativ einfach. Man muss große Vermögen stärker besteuern, die Konzerne stärker besteuern, also für Steuergerechtigkeit sorgen, um gegen Armut zum Beispiel vorzugehen. Und man muss die blöde Schuldenbremse fallen lassen, um einfach in Zukunft investieren zu können. Sonst wird Deutschland komplett abgehängt werden. Enteignen, ja oder nein?
vergesellschaften, ja. Das ist nett, das Nettere. Es gibt eine sehr große linke Szene auf Twitch. Ja. Und ich weiß nicht, kennst du dich mit Twitch aus? Kennst du Twitch ja, per so, se? Ja, so ein also, es gibt so einen Live-Chat und wir ja. als StreamerInnen können quasi ganz viele Emotes und animierte ja. Emotes und so. Und es gibt einige von linken Streamern, gibt es einige große enteignen ja. Emoticons. Sehr nett. Ja, das ja. guck hier, da. Sag mal enteignen. Ja. Wunderbar. Ja, ist nicht meins, aber doch. Ich bin nicht, ja, ich habe keins, ich also, hab keins im Ende sein. Vergesellschaften. Ja, wir ja, können ja. Also, ich gebe euch ein neues mit Vergesellschaften, ja. Es gibt dann Copyright. Großartig. wunderschön. Ich finde es eine schöne Diskussion. Ich mag es sehr. Ja, ich glaube, man weiß, wo die Parteien so stehen. Mhm. Ich würde mir ganz oft direktere Aussagen wünschen, aber ich weiß, dass es in der Politik immer schwierig ist. Von daher verfolgen wir die Plenarwoche jetzt auch noch. War ich jetzt sehr direkt gespannt. Genug? Oder sag mal. Ja, doch schon. Ja, kannst du, schon. Ja. Ja, das ist großartig. Ich meine, wenn man nur direkte Aussagen rauskitzeln will, die dann seiner eigenen Aussage entsprechen, so was bringt mir das? So, ja. Ich glaube, wir werden bei kein Mensch ist der identischen Meinung wie einer anderen. Ich habe mit der Linken sehr viele Überschneidungen. Die Außenpolitik tut mir sehr weh. So, ja. da komme ich nicht überein. Und da werde ich auch keine Aussage finden, die genau meine trifft. Wäre ja auch langweilig. Ja. So, deswegen, ja, schon. Ja. Direkt genug. Chat war ja direkt genug. Plus in Chat, minus in Chat. Mein Chat ist sehr viel kritischer ja, als ich. Okay. Also, ne, das ist immer so eine Fake-Demokratie. Ich würde mich auch über ein Plus freuen. Ja, doch, kann ich dir zeigen. Mensch, ist okay, nice. Ist okay. Du bist auch der Erste heute hier und auch generell, von daher ist es noch leicht. Ein, zwei Basic-Fragen. Brüssel oder Straßburg? Was ist schöner? Ich bin nächsten Monat noch in Brüssel am Stream, aber... Ja, das ist gut. Ich mag, ehrlich gesagt, unter uns, ich mag Straßburg, weil es so pittoresk ist, aber ich finde Brüssel besser, weil es eine größere Stadt ist. Okay. Einfach. Ja. Okay. Ja. Und rein vom Gebäude her, so was ist imposanter? Imposanter ist tatsächlich dieses Gebäude hier, weil diese Kugel, also dieser Plenarsaal, das ist einfach fantastisch. Man guckt von außen drauf und sieht so ein bisschen das Holz und drin ist ein riesen Raum einfach. Ja, das sieht von außen schon so riesig aus, ja. Ja, das ist schon toll. Okay, nächste Bundestagswahl. Was ist deine Wahlregierung, wenn du sie selbst stellen könntest? Die nächste Bundestagswahl, in jedem Fall eine Regierung, die in der Lage ist, die politischen Forderungen, die ich gerade erhoben habe, auch umzusetzen. Also mit der Linken, okay. Aber koalitionstechnisch, mit wem könntet ihr es euch vorstellen? Koalitionstechnisch sind wir ein bisschen eingeschränkt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir unbedingt in die Regierung müssen, sondern es geht darum, dass wir tatsächlich so viel Druck entfachen politisch, dass es zu einem politischen Kurswechsel kommt. Und da sehe ich im Moment tatsächlich wenig Partnerinnen und Partner. Das ist das Problem, weil die vermeintlich progressiven Parteien sind ja gerade an der Regierung. Und wenn ich jetzt ein bisschen rante, so, dann machen die ziemlich viel Mist. So. Mehr sage ich jetzt auch nicht dazu. Aber die haben ja auch eine Chance verdient, sich zu bessern. Ja? Also sie dürfen es auch noch mal probieren, mit genug Druck dahinter. Sie dürfen sich korrigieren. unter linkem Einfluss dürfen sie sich korrigieren, genau. Großartig. Ja. Gut, ich bin alle meine Fragen losgeworden. Chat, wenn ihr noch eine habt, könnt ihr ganz schnell ein oder zwei raushauen. Wir haben noch 3 Minütchen ganz entspannt. Freut mich aber bis dahin sehr. Ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, tatsächlich. Wenn du eine Sache ändern könntest, jetzt per se, was würdest du tun? Eine Entscheidung, die du treffen könntest, die aktuell auf dem Tisch liegt, die vielleicht nicht bestätigt werden wird, die du dir wünschen würdest. Gibt es irgendwas? Hier im Europäischen Parlament. Ja, dann würde ich tatsächlich wollen, dass wir zu einer klaren Besteuerung von großen Konzernen kommen und dass die ihren gerechten Anteil an Geld in die öffentlichen Kassen zahlen, dass du und ich und alle anderen eine gute Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort haben können, zum Beispiel. Ja, ich liebe es. Ich propagiere auch immer, dass ich, selbstständig, aber bin freiwillig gesetzlich versichert und würde mir wünschen, dass gerade in meinem Bereich das Menschen auch beibehalten. Aber okay, auf jeden Fall Base-Chat. Ist dabei. Okay, eine Abschlussfrage. Gibt es in der Kantine, ist die Kantine gut hier? Gibt es eine vegane Currywurst? Es gibt vegan, aber Currywurst eher nein. Es gibt gute Salatbar und es gibt vegane Speisen. Okay, da werden wir uns nachher umschauen, Leute. Da darf ich nicht filmen, aber ich nehme euch trotzdem mit ein, zwei Bildern nehme ich euch mit. Danke dir. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Ich bin noch morgen da. Vielleicht laufen wir uns noch mal über den Weg. Das hoffe ich. Wenn du irgendwas brauchst, sagst du Bescheid. Bei uns gibt es immer Kaffee. Und ja, Wasser hättest du auch gehabt. Willst du noch ein Wasser mitnehmen? Nee, danke. Ist okay. Ihr habt Kaffee hier. Also hätte ich dir eingebracht irgendwie in den nächsten Tagen. Ich krieg hier die ganze Zeit Kaffee reingereicht. Ist krass, Alina ist ein Traum. Ja, wirklich. Alles vielen, klar. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüssi. Ciao, ciao. Aber ich habe noch 10 Minuten, Leute. Ist noch entspannt. Schöne Woche noch.